Hey Schatz, schön, dass du dich mal wieder meldest. Nachdem du mich nicht angerufen hast. Tut mir leid, ich hatte viel Geschäftliches zu tun, Rechnungen und so, du weißt schon. Ich weiß. Wie wär's denn, wenn wir uns morgen mal wieder bei mir treffen? Dann können wir wieder miteinander was machen. Gerne, das haben wir wirklich lange nicht mehr gemacht. So gegen 4? Danke. Oh, ist geschäftlich. Geh ruhig ran. Wir sehen uns dann ja morgen. Okay, schön. Dann bis morgen. Hab dich lieb. Ich dich auch. Guten Tag, Herr Ma. Eine neue Geschäftsidee? Morgen? Würde das auch übermorgen klappen? Nein? Okay. Okay. Dann morgen um 18:30 Uhr. Okay, gut. Wiederhören. Nee, ich habe mich geirrt, aber ich habe festgestellt, dass ich morgen dummerweise doch einen wichtigen Geschäftstermin habe. Die macht so nichts aus, wenn wir uns stattdessen übermorgen treffen würden. Ich weiß ja, wie wichtig dir dein Startup ist. Danke, du bist genial. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns dann in der Taverna Cavalla. So um 18 Uhr, ich lade dich ein. Danke, das klingt toll. Schön, dann bis Freitag. Ja, ich freue mich. Schön, ich mich auch. Hey Schatz. Hey, warum kommst du so spät? Tut mir leid, aber der Zug ist mir vor der Nase weggefahren. Hättest du nicht ein bisschen früher losgehen können? Ja, hatte ich eigentlich vor, aber gerade als ich losgehen wollte, kam noch was Wichtiges vom Unternehmen rein und dann musste ich noch mal kurz an den Rechner. Hättest du es nicht später machen können? Du arbeitest den ganzen Tag, gönn dir doch mal ein bisschen Pause. Ja. Mach mal bitte das Handy weg. Aber ich muss doch erreichbar bleiben. Du musst es ja nicht ausschalten, leg es einfach in deine Tasche. Sophie, du willst doch auch nicht, dass ich irgendwas Wichtiges verpasse, oder? Ja, ich. Na also, lass uns über was anderes reden. Weißt du schon, was du nimmst? Also, ich bin mir noch nicht sicher. Entweder das Souvlaki Spezial oder das Fischfilet. Hat sich beides extrem gut an. Souvlaki Spezial kann ich echt empfehlen, das nehme ich sonst immer. Aber ich glaube, heute nehme ich mal das Filetto El Greco. Leg mal bitte das Handy weg. Das ist meine Arbeit. Und meine Arbeit ist nun mal wichtig, das musst du doch verstehen. Ja, natürlich, aber du wirst auch mal 2 Stunden Zeit für mich haben, oder? Ich bin doch hier. Zur Hälfte bist du noch bei der Arbeit. Ich muss halt arbeiten. Und beim Startup ist der Anfang nicht leicht.
Und da muss man Prioritäten setzen, dann kommen halt andere zu kurz. Meinst du mich damit? Siehst du sonst irgendwen, den ich hier meinen könnte? Valentin, was ist los mit dir? Ich versuche doch nur mein Leben zu managen und die Arbeit ist nun mal der wichtigste Teil davon. Und ich? Du gehörst auch dazu. Kannst du mir das dann auch mal zeigen? Willst du jetzt etwa, dass ich mich zwischen dir und der Arbeit entscheide? Nein, so meine ich das doch gar nicht. Und ob du das so meinst? Meine Arbeit war dir doch schon immer ein Dorn im Auge. Du warst schon immer eifersüchtig darauf, dass ich so erfolgreich war. Was denkst du eigentlich von mir? Ganz ehrlich, ich denke, dass du nur mit mir zusammengekommen bist, um von meinem Erfolg zu profitieren. Ich war dir nie wirklich wichtig. Niemals, Valentin. Ich liebe dich. Das hast du doch nie wirklich gemacht. Nur ich hab's nie gemerkt. Doch du hast mir gerade die Augen geöffnet. Und deswegen werde ich jetzt meiner Arbeit nachgehen. Such du dir jemand anderen, dem du wegen deines Erfolges Liebe vorheucheln kannst. Valentin! Meinst du mich? Siehst du hier sonst niemanden, den ich meinen könnte? Nee, eigentlich nicht. Na, siehst du? Hier. Was soll ich damit? Verschenken. Und an wen? Meinst du die Frage wirklich ernst? Es gibt da jemanden, den du sehr verletzt hast. Was geht dich das an? Lass mich in Ruhe und kümmere dich um deinen eigenen Dreck. Sie liebt dich und du sie doch auch. Was redest du da? Sophie. Woher weißt du von Sophie? Die Liebe weiß alles. Liebe. Ich glaub nicht mehr an die Liebe. Es tut mir sehr leid, dass ich das vermasselt habe. Du kannst nichts dafür. So ist das bei der jungen, unerfahrenen Liebe. Sie ist leidenschaftlich und stürmisch, aber auch leicht zu zerstören. Und was willst du jetzt machen? Ich werde in das Wichtigste von Valentin eingreifen, damit er erkennt, was in seinem Leben wirklich wertvoll ist. Aber du, hilf du den anderen, damit heute nicht noch so ein Fall passiert. Ich habe noch genug andere Dinge zu erledigen. Hi Paul, was gibt's? Ernsthaft? Nicht mehr erreichbar? Ich war eben gerade noch drauf gewesen, warte mal kurz. Fuck. Das geht echt nicht mehr. Warte, ich guck mal, ob die Kundenwebseiten noch gehen. Ob die noch erreichbar sind. Scheiße, die gehen auch nicht. Vielleicht sind einmal die Server abgestürzt. Ich versuche die wieder hochzufahren, okay? Fuck. Paul, wir haben echt ein Problem. Paul! Scheiße.
Sophie, es tut mir so leid. Alles, was ich gesagt und getan habe, es war so dumm von mir. Und es tut mir so unendlich leid. Und du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und ja, ich habe die Arbeit immer in den Vordergrund gestellt und die wichtigsten Sachen dabei verdrängt. Dich und unsere Liebe. Und ja, ich glaube an die Liebe. Smile, and when I'm around you, things kinda get hazy, because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. And now I shout to the world my love for you, the irresistible love that I'm falling into. Life is wonderful 'cause you shine through. Sing because you're beautiful in all that you are, like a clear night sky, graced by a shooting bright star. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be my sweet Valentine? Oh, and I will stay true, I will stay true, I will stay true, true to you. From the day that I met you, I couldn't forget you, you're stuck in my mind, time that you smile, my heart it melts. I can stay here a while, and it's pure satisfaction, the kind of attraction.